Hallo, liebe Zockerfreunde und Zelda-Fans! Wir sind wieder da, also ich und Rutu. Wir waren im dritten Tempel stehen geblieben, also machen wir uns auf den Weg zur neuen Welten von Lord Yabus Bauch. Wir haben in der letzten Folge den guten alten Bumerang bekommen. Also gehen wir mal in den nächsten Abteil. Also links. Und drauf, so. Ja, jetzt kommt eine schwierige Sache. Rutu sitzen lassen und weggehen. Für alle Zora-Fans tragisch. Für alle Zora-Fans tragisch. Aber wir müssen durch. Ein ekelhaftes Tentakelvieh versperrt uns nicht den Weg. Diesmal nicht. Und es leckt, weil ich gerade Tag 16 hochgeladen bin. Und 17 ist gerade dran. Ich hab vergessen. Moment. Ich mach kurz einen riesen Ding kaputt. Oh mein Gott. Es hat uns überwältigt mit seinem ekelhaften langen Tentakel. Was viele verstehen unter einem Ding, was Männer haben. Aber das lassen wir dabei. Okay, die Framerate ist wieder. Und das Ding ist down. Und wir bekommen als Belohnung die erneut die schöne große Kiste mit den hellen silbernen, goldenen Shire. Oh lol. Es leckt bezüglich mal wieder, weil und wir haben die Karte erlangt in diesem Labyrinth. Blauräume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende Raum zeigt deine derzeitige Position. Bewege das da. Ja, Mann. Das weiß ich. So, wir haben dann die Karte und können nun weitergehen. Rutu ist mal wieder sauer auf uns. Wie ihr schon ihr Gesichtsblick. Wie unaufmerksam von dir. Warum lässt du mich sitzen? Wenn du mein Mann sein willst, dann verhalte ich auch so. Ja, sie hat uns angelächelt und dabei angeschrien. Sehr mysteriös. Und wo ich die Tentakel kaputt gemacht habe, kommt Navi wieder hin. Das rote, schleimige Ding ist fort. Es verschwand, als du den Tentakel zerstört hast. Ob das bei den anderen auch funktioniert? Ja, Navi. Also gehen wir in den neuen Raum rein. Und hier müssen wir uns leider Gottes schnell beeilen. Aber mit dem Bumerang geht es schon fleißiger als mit dem, mit der Schleuder. Weil erstens, wir haben unendlich Munition. Zweitens, der kommt auch Müll zurück. Watch out! Ach, da eine Zuckerblase. Erstmal an die Störung wieder gewöhnt. Oh mein Gott, die letzte Blubberblase! Es zerstört! Blubberblase? Blubberblase? What the? Oh, dann auch eine Runde! Oh, war die letzte Blubberblase? Das kann uns nur Till Schweiger erklären in seinem neuesten Comedy-Film. Halt die Fresse, Blubberblase! Ja, Hauptrolle in der Blubberblase. Das ist schön. Wir liegen gut in der Zeit. Weil jetzt spannt unsere Stellung nicht so. Oh. Okay, so kann man auch was kaputt machen. Einfach mal da reinspringen. Okay, nicht so nah. Sorry. Ich nehme ein Mikrofon auf, deswegen macht ein bisschen so komische Geräusche. Ob man hier gerade sterben würde. Was ist da drin? Der Kompass! Wusste ich doch. Der Kompass. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Schatztruhen dieses Labyrinths.
ich weiß. Oh, bin ich gerade so ins Bein zu pissen, deswegen. Meine Güte, ob ich so doof wäre und nicht mal wissen, was ein Kompass ist. Wo ist ein Roto jetzt auf einmal hin? Roto? Binat? Ey, Binat, wo bist du? Ja, hab ich ja vergessen. Roto. 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 Nein, Roto nicht da. Roto. Titerale wollen mir ein die Verpisse. Wo ist denn Roto? Was macht ihr da hinten? Autsch. Ey, bist du wie behindert? Riesenkopf. Nee, die haben Max halt von dir. Ja, ja, ich weiß. Ja, wenn ich ein Mann sein will, muss ich nicht um die Gegend. Du blöde Bitch. Hilfe. Ah! Ja, meine Güte. Sorry, Roto, aber... Das kann ich doch einfach abhauen. Hat mir Sorgen gemacht. Na, Spaß. Ich bin der kühnste Held ganz Hyrule. Sogar auch der einzigste. Und wir müssen Tentakel besiegen. Tentakelmord. Oh mein Gott. Du hast Glück gehabt, Getakel. Getakel. Ein altes Glück. Spielst du oft Bingo? Oh. Oh, ha, 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 ha. Aha, ich hab gewonnen. So geht es. Einfach mal das Bumerang schwingen und dann den Bumerang schwingen. Und dann können wir was Cooles machen und zwar Tentakel töten. Jetzt kommen wir auch hier durch, weil da ist der Tentakel Threaten Freezen auch weg. Und da sind Tentakel und Quallen, die wir jetzt eliminieren können. Weil irgendwie auf Holzträge sind ganz gefährlich. Diese Quacksilber-Teile, die von der Arsch riechen. Ja, komm doch mal zurück, Alter. Punisher. Boom. Punisher 2. Oh oh. Ah! Beim Leben verlieren ein Recken Leben an Neu. Oh Navi! Du behinderte Bitch! Zieh doch mal richtig! Oh. Oh. Eine epische Schlacht! Wieder zwischen Gut und Böse! Oh. Oh. Haha, wir haben wieder trostlos gewonnen und irgendwas voll gemacht. Ich weiß noch nicht mal was. Hahaha. Ja, geh weg. Du Schimpansen Gesicht. Wow, Alter, clever. Ach ja, das wurde jetzt hier freigesetzt. Also können wir hier runterspringen. Joho, und können durch diesen unscheinbaren Gang einfach mal... Hey, durch... Sorry, Abu. Kann ich nicht irgendwie anvisieren? Und hoch! Ja, so kann man auch Gegenstände an uns ran erholen. Ja, ist doch keine Pose hier. Alter. John Travolta's Kinn sieht genauso aus wie eine goldene Cola. Aber noch hässlicher. Also nichts gegen John Travolta's Fan. Der macht gute Videos. Filme meine ich. Hallo, okay, kein John Travolta. Doch, komm an. Oh mein Gott! Na, jetzt können wir weitergehen.
in die Hoffnung, dass, oh mein Gott, der Zwischenboss. Ja, da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Nein. Okay. Da freut sie sich. Der Boss-Teil. Aha. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Ja, genau, warum du? Gott sei Dank, endlich, der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat der Wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschlungen. Verschluckt. Aber jetzt habe ich wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Okay. Du, 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 du. Was ist das denn? Ein Oktopus! Oktopus, Oktopus. Was? Oktopus? Oh mein Gott! Mr. Qualibummi, oder wie der heißt. Mr. Nee, nee, nee. Ah! Man ist so schnell. Ah, komm her, komm her, komm her. Ah. Ah, Mann!